In der Ausstellung No Resting Place haben wir versucht, das Thema Arbeit im Nachlass Wolf Soschitzkys ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Und hier zeigt sich der Künstler und Dokumentarist als politisch reflektierter und bewusster Akteur, dem es wichtig ist, die Gesellschaft als Gesamtes, als distanzierter, aber kühler und trotzdem auch wohlwollender Kommentator abzubilden. Ich denke, diese Ausstellung gibt einen guten Überblick über wichtige Aspekte von dem Schaffen von Wolf Soschitzky. Er war technisch gesehen ein großer Perfektionist und es war ihm immer extrem wichtig, dass die Beleuchtung stimmte, dass die Bilder gut gedruckt wurden. Ich habe es immer sehr genossen, mich mit ihm über Fotografie unterhalten zu können und habe sehr viel von ihm gelernt, nicht nur was die Fotografie angeht, sondern auch was die Kunstgeschichte angeht. Und insbesondere haben wir uns häufig über die Kraft der Fotografie unterhalten, die Welt verändern kann, das Potenzial der Fotografie, eventuell eine bessere Welt zu schaffen, auf jeden Fall die sozialen Ungerechtigkeiten aufzuzeigen. Und ich denke, an seinen Fotos spürt man ganz deutlich die große Sympathie, die er für die Menschen hatte, denen er begegnet ist, und die große Neugier, auch in seinen Bildern etwas der Essenz dieser Menschen drüber zu bringen. Eine Besonderheit dieser Ausstellung sind die Kontaktbücher von Wolf Soschitzky, die in großen Vitrinen zu sehen sind. In diesen Kontaktbüchern sieht man die Abfolge der Reportagen, wie er sie fotografiert hat, und der Besucher kann sie vergleichen mit den Bildern an der Wand, die Wolf Soschitzky ausgewählt hat.